Ja, meine Lieben, heute machen wir ja so zum Abendessen ein Mittagsfrühstück. Und was machen wir überhaupt? Ja, was machen wir denn, mein Schatz? Ja, komm her! Du hast doch die Idee gehabt! Versteckt sich hallo. Wieder dahinten. Und zwar machen wir Ei Benedikt, allerdings ohne Sauce Hollandaise. Dafür nehmen wir Baked Beans dazu und Rostbratwürstchen. So, dass es alles in allem ein komplettes, leckeres Essen wird. Und das machen wir jetzt. Genau. Und drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Ja, ich würde mal sagen, hier haben wir so ziemlich alles, was wir dazu benötigen. Angefangen von diesen Weizentoasties. Die werden bloß aufgeschnitten und im Toaster schön angetoastet. Dann natürlich die Eier für das Ei Benedikt selber. Nach dem, was ich mich schlau gelesen habe, ein bisschen Essig, also ich habe jetzt hier den Altmeister, ja, wird schon funktionieren, ein bisschen ins Wasser rein und dann kommen die Eier aufgeschlagen ins Wasserbad. Die tun wir aber vorher immer noch pärchenweise in der Schüssel rein aufkloppen. Dann natürlich darf nicht fehlen ein Bacon. Nürnberger Rostbratwürstle. Die brutzeln wir zusammen in der Pfanne mit dem Bacon an. Salz, Pfeffer, Paprika, mehr brauchen wir heute nicht. Und hier habe ich noch zwei verschiedene Baked Bean Dosen. Keine Ahnung, mit was für einer Soße die sind. Kann ich nicht lesen ohne Brille, tut mir leid. Aber ihr seht es ja selber. Die werden gemischt. Mein Schatzi, einmal mit Barbecue-Soße und einmal mit Tomatensoße. Ah, okay. Ja. Ich habe es irgendwie nicht lesen können. Das ist Barbecue-Soße und das hier ist Tomatensoße. Ja, irgendwann habe ich die halt mal eingekauft. Zwei Zwiebelchen. Die Zwiebelchen werden klein gehackt, im Topf mit angeschmort und dann kommen einfach die Baked Beans mit rein und werden aufgewärmt. Schmeckt noch tausendmal besser eben mit den Zwiebelchen mit drin. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen an, wir sehen uns nachher gleich drüben am Herd, wo dann schon die Zwiebeln angeschwitzt sind und die Baked Beans im Topf drin sind. Ja, damit fangen wir nämlich an. Leute, dann geht's hier weiter. Wasser ist angeschalten, Zwiebeln sind schön angeröstet. Hier Butterschmalz jetzt für die Bacon und die Würstchen. Du kannst die Bohnen schon reinkippen. Am besten noch mit dem Löffel ein bisschen nachhelfen. Ja. Heute nicht so. Das sind ja gemischte bunte Bohnen. Ja. Ach so, okay. Macht nichts. Macht nichts. Hauptsache schön Böhnchen. Ja, die können wir nämlich jetzt wunderschön warm halten nachher dann hier. Indem wir die Herdplatte dann bloß noch auf 1 zurückdrehen. Und fertig sind dann schon die Baked Beans. Und natürlich den Bacon nicht vergessen. Ich glaube, den haue ich jetzt gleich zuallererst hier rein, dass der ein bisschen zusammenschnorpelt. Das sind ja mächtig lange Scheiben. Viel Bacon ist wichtig. Zumindest für die Leute, wo Bacon mögen. Wie schmeckt die Baked Beans Mixtur? Lecker. Warum habe ich heute eigentlich keine Brille auf? Hast du eine Brille, mein Schatz? Nee.
Ich mache so heute. Ja. So, in der Zwischenzeit köchelt da hinten schon das Wasser. Jetzt tue ich mal so einen kleinen Schuss Essig rein. Also von diesem Ei Benedikt habe ich auch noch keine Erfahrung. Und das sollte reichen. Hoffe ich, glaube ich. Und deswegen mache ich jetzt erstmal eins zum Testen. Also einen schönen Strudel erzeugen hat es geheißen. Tja, aber irgendwie ein Löffel, eine Gabel, wickelt sich das Eigelb nicht so ganz um das Eiweiß, wie es sein sollte. So, auf eine Herdplatte runter, beziehungsweise Herd ausschalten. Jetzt schauen wir, dass wir den noch ein bisschen herumwickeln. Aber das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Also Ei Benedikt bin ich nicht der Experte. Man sieht, vielleicht auch ein bisschen mehr Essig, ich weiß es nicht. Wenn der Bacon gut ist, tust du da rein. Ja. Danach kommen gleich die Würstchen rein. In die Pfanne. Geht mal ein bisschen nach hinten, dann kann ich die auf die Seite oder so. Geht auch. Und dann haben wir hier nochmal einen Doppelstreifen. Und dann wird der ganze Bacon verbraten. Und so, ja, so 3 Minuten, 4 Minuten das Ei da drin lassen. Also anscheinend ist es wirklich Übungssache, so schönes Ei Benedikt hinzubringen. Haben wir schon Platz für die Würstle? Zumindest ein paar? Ja, das haben wir. So sieht es jetzt fertig aus. Sieht doch gut aus. Ganz so schlecht schaut es ja gar nicht aus. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob das richtig war mit diesem Essig oder ob wir da einen anderen nehmen können, hätte können nehmen sollen. So, aber jetzt gehen wir rüber oder schauen wir hier nochmal das, oh, die nächste Runde zu. Jetzt fängt wieder zu köcheln an. Lecker, lecker, lecker. Und da drin ist die Herz? Ja, ne? Hm? Ist noch da drin, ne? Ja. So, dann erzeuge ich mal wieder, schalte mal mein Herd aus, auf meiner Seite. Den Herd ausstellen? Ja. Gut. Dieses Mal sieht es sogar besser aus. Glaube ich. Vielleicht. Gut, dann gehen wir rüber an die Anrichte. Dann fangen wir hier mal das Zusammenbauen an.
Also ich mag das ja sehr gerne, da noch ein bisschen Butter drunter. Ja. Ja. Bacon. Kein Zange da. Hier, mein Schatz. Ja. Ich hab Salz, Pfeffer und Paprika vergessen. Ein bisschen salzen. Ein bisschen Pfeffer. So. Das reicht mir für ein Ei Benedikt. Also ich muss da jetzt keine Sauce Hollandaise drauf haben. Danke. Ein paar Bratwürstchen dazu. Ja. Eine Kelle Baked Beans. Für die Bratwürstchen kann man jetzt noch ein bisschen Senf mit dazu tun. Kann man, muss man aber nicht. Tja. Und dann würde ich mal sagen, normal mit Schweiß. Nürnberger Bratwürstchen, ich muss da immer irgendwie an Wischiwaschi denken. Baked Beans und ja, die schneiden wir jetzt noch einmal schön durch, wenn es denn funktioniert. Wie hart ist das Ei geworden? Oh, das hat gut gestockt. Das hat gut gestockt. Normal sollte es ziemlich flüssig sein. Aber Leute, das war jetzt das erste Mal Ei Benedikt, das ich gemacht habe. Und jetzt noch schnell die Cam hoch. Also wie gesagt, die Dauer, wie lange die Eier im Wasserbad drin bleiben, das muss man halt dann noch rausexperimentieren. Ein wunderbares Abendessen, getarnt als Mittagsfrühstück oder so ähnlich oder andersrum. Hast du auch Hunger? Ja. Aber das ist einfach geil so. Müsst ihr die andere Hälfte probieren? Ich mache mir gleich eins, mein Schatz. Okay. Zwei Eier sind ja noch drin und den Rest machen wir danach. Aber wir sehen uns dann zusammen. Ja, komm näher. Zusammen nochmal zum Fazit. Vielleicht finden wir jetzt bei den nächsten Eiern noch was raus. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Bis nachher. Alina, was haust du dir da alles drauf? Es ist ja ekelig. Nein, das mache ich nicht drauf, das ist für Bürstchen. Oh. Aber hier seht ihr, dass die zweite Runde ist, ja, besser geworden. Oh mein Gott. Sie hat das Ei mit Mayonnaise getötet. Mach weiter, bau weiter. Ja, was heißt ja immer, Kinder sollen mal auch mal was machen lassen. Aber leider kommt da manchmal ganz komisches Zeug raus. Aber du isst es auch nachher, oder? Ja, das möchte ich auch auf Brot. So. Das möchte ich auch hoffen.
Naja, jeder wie er es mag. Und Bacon? Nö. Nö! Raus. So, hier jetzt Alinas Teller mit einer komischen Ketchup-Chili-Soßen-Mischung. Keine Ahnung. Naja, immerhin hat sie sich noch eine Scheibe Bacon extra genommen. Und guten Appetit. So Leute, dann kommen wir zum Fazit. Also, an Essen war es definitiv ausreichend. Ja. Mir hat die Portion vollkommen ausgereicht, wo ich auf dem Teller gehabt habe. Eventuell machen wir später noch einen kleinen Happen davon. Ja, Ei Benedikt ist eigentlich relativ einfach zu machen, wenn man so mal draußen hat mit dem Verquirlen und so und Ei kippen. Aber das ist auf alle Fälle noch ein bisschen Übung wert, dass sich das Eiweiß wirklich rumwickelt. Das muss man einfach ausprobieren, aber es funktioniert. Die Baked Beans dazu waren lecker. Was sagst du? Astrein das Essen heute, mein Schatz. Ja, wunderbar. Ja. Ja, Leute, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Es war ja eigentlich ein Zuschauerwunsch, Ei Benedikt. Aber es war lecker. Es war lecker. In dem Sinne, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss.